Ach ja, unsere Menschlichkeit geht so langsam aus. Ja, müssen wir mal neu fahren. Ja. Vermutlich kommt bei uns jetzt nur einer, der uns invasionieren will. Und uns dann gleich tötet. Jo. Wobei. Und ja, es geht eigentlich hier. Kristallzielflugseemasse. Sollte es eigentlich tun. So, nur das hier ziemlich viel Abgrund. Also hier vorne sehen wir einen wunderschönen, riesengroßen Wald. Wenn man genau darauf achtet und sich die genau erkundet, die Welt, weiß man auch, wo man hier genau ist. Echt? Das ist, wo du zeitlich bist. Ach so! Dieser Wald kommt sehr relativ bekannt vor, wo man genau hinguckt. Da habe ich gar nicht gedacht, dass das der Wald ist. Das ist der Wald von Artorias. Ja, ja. Vom der Dunkel, Finsterwurzgarten. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aus der Story irgendwie rauskam oder ob jemand, der dem Baum zugehört hat, dem Pilz meine ich. Wir sind hier nämlich in der Vergangenheit. Ganz viele Jahre. 100? Mehr? 1000 glaube ich waren es oder so. Nee, dann glaube ich, es waren 500. Also, es waren viele. Aber nicht so viele, oder? Aber nicht so viele, genau. Einfach mach was. Und das ist der Kerl. Ja, voll coole Gegner, sag ich dir. Und? Ach, schade. Man kann auf deren Hake kriegen. Ich laufe so ein bisschen durch den Wald, aber ich zeige nicht alles vom königlichen Wald. Weil das mir einfach zu viel ist und die Gegner gar nicht mal so easy sind. Ne. Yeah. Diese mit der Hake scheint zwar sehr einfach zu sein, aber sind beim besten Willen nicht. Das war gemein. Ja, die erzeugen sehr schnell Blutung. Aber nicht? Ich dachte. Nö, die spießen mich nur gerne auf. Und das ist total nervig. So, und dieser. Aber in Kombination mit den großen Viechern ist das sehr nervig. Genau, weil die großen Viecher haben einen extrem großen. Ja, Hammer. Auf jeden Fall eine extrem große Waffe. Ich glaube, das soll eine Axt darstellen. Naja, die reißen damit den Boden auf. Mhm. Das sind auch Gärtner. Ja. Damit nicht, aber mit dem Ausschlag. Hammer. Da hat er einen Boden. Ist hart. Nee, doch nicht. Ja, da hat er noch gut dran. Na komm. Ja, dann haut er den Boden nicht auf. Nicht heute. Nicht heute. Ach, das Tolle ist ja, hier gibt es auch den Drachen. Helamid. Mhm. So, verdammt, ich kann da hinten gar nicht lang, oder? Nö, du musst erst noch rum. Oh Mann, oh. Ich will nicht rum. Ach komm, so stimmt es doch nicht. Da oben gibt es noch eine alte, das will ich haben. Du musst einfach nur schnell genug durchrennen. Sind zum Glück keine Fremdkämpfer hier. Ah, eigentlich brauche ich einen Durchbrett. Wegstoffstufen. Ah, noch mehr. Schwere Sachen. Was? Achso, genau, da muss ich hin. Da, wo man dieses Item sieht. Da muss ich hin. Mhm. Ah, komm schon. Und in dem Raum war ja eigentlich Fahrstuhl. Genau. Aber den muss man erstmal aktivieren. Genau. Dazu muss man erstmal über die Klippe kommen. Ja. Ich dachte gerade, ich hätte Fuß. Also Schritte gehört. Da möchte ich rüber. Warte mal, jetzt will ich das testen. Nehmen sowieso keinen. Wow. Gut. Wenn man Langeweile hätte, könnte man sich hier hinstellen und alles töten. Oh. Da unten wollen wir auch rüber. Da rüber meinst du? Da muss ich gleich hin. Oder ja, da vorne ist die Brücke. Ach, da ganz unten, ja, dann müssen wir da unten wollen wir auch hin. Aber erstmal müssen wir über die Brücke. Ich bin runter. Sind Gegner. Versuch dann über die Brücke. Versuch möglichst weniger Gegner zu holen. Mhm. Weil das immer hässlich ist. Hallo Drache. Na, schade. Ich dachte, das ging. Der Drache sieht aber. Tschüss Drache. Ich kenne das aussehen. Links unten wird später die Hydra sein. Da. In dem Bett. Ah!
Ach so. Das ist das Bett, was wo später letztes Mal. Ja, stimmt. Hydra sitzt dann. Stimmt. Aber da links müsste eigentlich ein Loch sein, oder? Oder ist das. Also da. Das ist die eine Brücke und später wird neben der Brücke eine Leiter sein, die nach unten führt. Ja. Dann da unten wird eine Brücke sein. Und hier ist doch dann der Wasserfall. Und dann wird hier auch ein Wasserfall sein. Genau. Na, da vorne geht's doch runter und das wird dann später zu einem Wasserfall. Also du bist ja dort und dann ist ja. Das da unten die, da vorne die Klippe. Ja, ja, ja. Mensch, Mensch. Ja. Wenn man sich mal alles anguckt, dann lernt man ja sowas. Sogar was. Und hier ist der Aufgang. Ja, den siehst du. Ah. Ist nur hier alles irgendwie ziemlich kaputt. Ja. Ich hab da einen Gegner. Wir haben noch eine andere Waffe, eine Schere. Schnippeln nicht weg! Schnippel die Schnappe mehr! Das ist gut! Schön zu wissen! Kommt doch! Na komm schon! Oder nach den Arschkrampen. Arschkrampen? Ja, die Arschkrampen. Produktion, ne, was von Wischmeier. Hm. Das ist gerade Nebel gewesen. Schön aus. Schöner Nebel. Ich weiß gar nicht, was das für ein Item ist, was da hinten in der Ecke liegt. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür das Leben zu riskieren. Ich glaube nicht. Es kann aber auch sein. Weiß es nicht. Auch nicht. Nicht. Stopp! Wirklich. Voll in den Eiern. Bäm, voll auf die Nase. Oh. Ja. Oh. Das ist irgendwie zurück zum Wischmeier. Der hat ja auch, die Arschkampen meinten ja auch, dass du da, dass es sogenannte pimmelklauende Asiaten gibt, die extra ein Gebäude abreißen, um daneben das gleiche Gebäude neu aufzubauen. Damit du jetzt in dieses Gebäude reingehst und denkst, das ist dein normales Gebäude, aber es ist auf der anderen Straßenseite. Um dir dann den Pimmel abzuschneiden. Das ist sehr gemein, dass es sowas gibt. Da kann man ja nicht. Ach, da kommt man von ganz unten. So. Da war ich noch nie. Nicht? Echt? Ach, nicht? Doch! Ich weiß wieder. Ja, da unten gibt es ja den Endboss dieser Map. Dieses Gebiets, nicht mehr. Mhm. Jo, was haben wir hier? Pass auf, Lügner. Ich wollte A drücken. Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Jo. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Der Typ ist sowieso so ein bisschen. Der ist klasse. Ja, die Preise sind unmenschlich. Das ist echte Schnäppchen hier. 10.000 für Menschlichkeit ist ja auch nicht. Wir sind ja fünf, das ist ja alles hier 3 bis 5 mal so teuer. Ich glaube, es ist ziemlich genau doppelt so teuer. Nee, mehr. Ich glaube, es ist nur doppelt. So, ich bin ja eigentlich in der Hoffnung, dass ich diesen Boss auch so schnell down kriege wie die Chimäre. Mal gucken. Brauchst Menschlichkeit, ja? Habe ich. Möchte aber vorher einfach mal benutzen und hinlegen. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Wenn ich in den nächsten paar Sekunden eingeladen werde, dann bin ich glücklich. Ansonsten
kämpfe ich einen Boss. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob es hier noch irgendwo was gibt. Aber ich glaube gar nicht. Könnte einmal Richtung Kalamit gehen. Und den schon mal besuchen. Darf ich so weit, überhaupt so weit entfernen? Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Das könnte ja schon fast ein neues Gebiet sein. Ah, ich glaube, das geht. Achtung, Köter. Ah, da vorne ist das. Hund. Okay. Noch ein Hund. Hi-ho. Eigentlich sollte das ein dieser Schlag werden. Und das auch. Und das auch. Aber egal. Ich glaube, da hinten darf ich nicht, also dürfte ich nicht durchgehen. Das ist sogar der Anfang von diesem Staudamm, der den Wasserfall bildet. Ja. Okay. Da. Ja, das ist hi. Wo oder habe ich eigentlich 1000 Leben bekommen? Es kann sein, na. Der Drache hat nichts getötet, oder? Ich hatte gerade überlegt, denn da vorne, wenn man einen kleinen Wasserfall runter geht, ist ja dort so ein kleines Kristallwürmchen. Ja, aber das gibt keine 1000 Seelen. Nee, und du hättest Items bekommen. Das außerdem. Was ist das runtergefallen, ja. Aber es stirbt auch nicht, wenn es runtergefallen wird. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, wie weiß das vorher? Okay. Ist mir schon runtergefallen. Okay. Ist daran leider nicht gestorben. So, na dann. Wurde jetzt hier Feind.